So, um euch mal zu zeigen, wie genial diese Spurbahnkonstruktion ist für uns Inka, möchte ich einfach mal einen kleinen Moment anstarten. Wir haben heute Orkanwinde. Das liegt an der Thermik, an der wirklich sehr heftigen Thermik, die wir hier haben. Ausgegangen, weil wir so viel Strom geerntet haben, dass das reicht. So, und mein Freund Robert, der ist gerade bei seinen Bienen. Und da wir Ostwind haben, stehen die Bienen hier an der Westseite. Und diese Westseite ist ideal, weil dadurch die Bienen sehr geschützt sind und sehr, sehr ruhig und zahm. Wir können an den Bienen arbeiten und wir wollen es nicht übertreiben, aber auch noch ein Bierchen trinken. Die Adja ist hier an dem Standplatz das kräftigste Volk und zeichnet sich durch eine Ruhe und Ausgeglichenheit aus. Diese Strohballenkonstruktion ist ein idealer Windschutz. Das kann ich bestätigen. Und ich würde es immer wieder so machen und wie soll ich es sagen? Die Ergebnisse, die wir hier mit der Imkerei erzielen, sprechen auch eine eigene Sprache und für sich. Definitiv. Fantastisch. Wie lange hast du die jetzt drin? Seit 6 Tagen oder so. Das Ganze steht ja im Warmbau. Da habe ich von dem unteren Kasten habe ich Brutwaben hier vorne reingebracht und die nächste Wabe, die haben sie natürlich als Drohnenbau gemacht, weil sie sowieso generell wenig Platz hatten vorher für Drohnen. Aber was interessant ist, sind eigentlich die nächsten Waben. Da wird hauptsächlich angefangen, normale Zellengrößen zu verwenden. Ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen, der meinte, ja, die bauen alles nur Drohnenbau und ich glaube das nicht. Ich glaube, die Bienen bauen in dem Maße, wie sie es brauchen, und dann machen die das schon. Genau, die Adja ist einfach mal das Stärkste, was wir haben, hier an diesem Standort. Und genau. Die Art und Weise, wie wir mit den Bienen umgehen, zeigt eigentlich relativ gut, dass wir unseren Bienen vertrauen und die vertrauen uns. Und dadurch, dass wir den Honig nicht schleudern, sondern pressen und die Bienen entscheiden, welchen Honig uns überlassen, haben wir eine sehr gute Verbindung zu den Völkern. Das mag jetzt alles ein bisschen zu spirituell klingen. Möge sich der Betrachter seine Portion daraus nehmen, die er möchte. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass wir die Akzeptanz der bestehenden Imker, da eigentlich ist in erster Linie Herr Klugmann zu nennen, voll haben. Und hier ist sogar schon die Krippe. Das ist schön. Oh ja. So schnell wieder reinstellen. Da haben wir also wirklich optimale Bedingungen. Ich möchte es nochmal ansprechen. Wir sind circa strategisch, hat sich so ergeben, 2,5 Kilometer Flugkilometer entfernt vom nächsten Glyphosatfeld. Das heißt, genmanipulierter Raps und genmanipulierter Mais spielen bei dieser Ernte so gut wie gar keine Rolle.
Bienen sind sortentreu. Sie finden hier genügend Futter, sowohl im Wald als auch auf den freien Heideflächen und Wiesen. Auch die Obstbäume hier in den Datschen sind nicht zu vernachlässigen. Toll, toll, ganz toll. Wir haben jetzt den 5. Mai, 6. Mai. Nee, den 8. Mai, keine Ahnung. 8. Mai. Und trotzdem wir die Bienen nicht im Raps haben stehen, können wir außerordentlich zufrieden sein. Sowohl mit der Entwicklung der Bienen als auch mit dem Ertrag, den sie für sich und für uns leisten. Achso, das ist jetzt übrigens alles Naturbau. Wir haben hier oben eigentlich, wir haben zwei Drähte hier oben gespannt und haben quasi einen Einfangstreifen gemacht, sodass die Bienen selber entscheiden können, was sie bauen wollen. So, natürlich fangen sie immer erst an, würde ich sagen, eine gewisse Anzahl an Drohnen zu bauen. Aber halt nur eine gewisse Anzahl. Das ist zumindest meine Vermutung. Ich werde das weiter beobachten und dann werden wir ja sehen. Mhm. Genauso wie wir das Kellerbier links von dir beobachten. Genau. Was ich jetzt gleich auch weiter verzehren werde. Ich wollte jetzt nur mal kurz gucken, wie es aussieht. Weil ich will jetzt in den nächsten zwei Tagen will ich Königin ziehen, indem ich Brutwaben aus den Kästen entnehme und einfach zusammenstelle. Vorher will ich dann bei dunklen Waben will ich dann noch die Waben runterschaben, damit die Bienen nicht so eine harte Arbeit haben, die Königin freizulegen. Weil die haben dann die Tendenz, die bauen dann ringsherum, weil die Wabe alles fest ist und schieben immer nur Königensaft rein. So dass dann die Königin dann einen kleineren Raum hat, um dann zu wachsen. Normalerweise ziehen sie einen langen Zapfen raus aus der Wabe. Genau. Und wir gucken, wie es laufen wird. Kannst du was zu diesem Bienenkasten sagen, der hier neben steht? Ja, das war eine kurzfristige, spontane Entscheidung, diesen Kasten zu bauen. Ein kleiner Junge aus Halle, Igor, kam zu uns und es ging darum, halt für ihn einen Bienenkasten zu bauen, der auch, wie soll ich sagen, für ihn erreichbar ist. Und so, da ist er gerade mal so groß. Wenn er jetzt an so einer großen Magazin, an so einem großen Magazin arbeiten würde, erstens sind die Kisten sehr schwer, wenn sie Honig haben. Und so dachten wir uns, es ist relativ niedrig, da kann er überall ran. Ich hoffe das mal auf. Das ist quasi eine Lagerbeute. Das ist jetzt 1,20 Meter lang. Die werde ich jetzt als erstes für die Königinzucht verwenden. Das macht sich einfach ganz gut. Und wenn dann eine Königin übrig ist, werde ich die dann hier drin lassen und dann kann Igor dann mit diesem Volk dann imkern. Genau. Und da ist eigentlich nichts weiter dabei. Wir haben wirklich ein einfaches Holz genommen und das zusammengeschraubt und halt immer auch berücksichtigt. Wir haben jetzt hier immer noch Rähmchen drin. Man könnte jetzt zwei Leisten aneinander binden und jetzt hier so einen Anfangsstreifen ran zwischenklemmen oder sowas und die dann da reinhängen. Dann würde das einer kenianischen Top-Wahrheit entsprechen. Ja, hier sind jetzt halt Rähmchen drin, weil wir haben Rähmchen und es bietet sich an. Genau. Ja, man muss dazu sagen, unser Jungimker ist 12 Jahre alt geworden und aufgrund seiner physikalischen Größe natürlich nicht in der Lage, die Zagen zu bewegen mit 11 Rähmchen, die dann womöglich noch gefüllt sind mit Honig. Und genau aus diesem Grunde hat sich Igor dafür entschieden, diesen Kasten zu bauen. Der ist dann versiegelt worden mit einem, was habt ihr genommen, Olivenöl? Ja, genau. Wir haben vorne das Flugloch. Das ist quasi wirklich ganz einfach. Also wir hatten halt noch ein bisschen Platz hier unten. Also das hat nicht ganz auf der vollen Länge gereicht. Da dachten wir uns, wir schrauben einfach ein anderes Brett oben drüber und dann ist das gleich ein Flugbrett. Ja, und so ist es halt auch. Ja. Wir können die Bienen hier gleich unten durch. Passt. Ja, prima. Dann haben wir hier noch eine Warenkiste.
einfach so eine Holzbeute, da ist eigentlich keine Rähmchen oder irgend sowas drin, das ist reiner Wildbau. Der Deckel ist jetzt nicht gerade drauf, ne? Der Deckel von? Oben, das Dach, ist schief drauf. Ja, da ist das Bodenbrett von unten drunter geklemmt. Ah, okay. Ja, jetzt sieht man's. Das kommt eigentlich unten drunter. Das ist, da kommt das Höschen drauf. Das Höschen wird sozusagen ein mit Öl bestrichenes Textil oder Zewa Wisch und Weg sein. Und wenn man das dann rauszieht, dann weiß man, wie viel Milben dieses jeweilige Volk hat oder nicht hat. Es wird ausgezählt. Du hast hinten offen gemacht? Ich hatte hier den Boden, den ich übrig hatte, hatte ich hier reingestellt oder drunter gestellt. Kannst du gerne von hinten mal gucken. Schauen wir uns das mal an. So. Da sehen wir die Bienchen. Also ein richtiger Wildbau.